Die Wasserdampfdestillation ist die Methode der Wahl zur Isolierung von ätherischen Ölen. Im Prinzip nutzt diese Methode die Siedetemperatur zur Trennung von anderen Inhaltsstoffen vom ätherischen Öl aus. Die bei der Wasserdampfdestillation gewonnenen ätherischen Öle können sich dabei in der Zusammensetzung von den durch die Extraktion gewonnenen Riechstoffe stark unterscheiden. Zum Beispiel kann bei der Wasserdampfdestillation eine Fermentation stattfinden, die die chemische Zusammensetzung des ätherischen Öls verändert. Die Wasserdampfdestillation ist eine schonende Methode zur Isolierung von Naturstoffen. Der Anteil an ätherischen Ölen bewegt sich in den meisten Pflanzen im unteren einstelligen Prozentanteil. Das bedeutet, dass man pro Kilogramm Pflanzenmaterial oft nur wenige Milliliter ätherisches Öl gewinnen kann. Zu den physikalischen Grundlagen. Die Trennung erfolgt aufgrund der Siedetemperatur des ätherischen Öls. Dieses hat mit 50 bis 320 Grad eine mittlere Siedetemperatur. Wichtig für diese Methode ist, dass die zu isolierenden Stoffe kaum oder nicht löslich sind in Wasser. Dies ist bei ätherischen Ölen gegeben. Bei in sich nicht löslichen Gemischen stellt sich ein Gesamtdampfdruck ein, der aus dem Dampfdruck der einzelnen Komponenten, den sogenannten Partialdrücken, zusammengesetzt ist. Dieser Dampfdruck kann durch eine Temperaturerhöhung ebenfalls erhöht werden. So ist der Dampfdruck gesamt gleich der Partialdruck von Wasser plus der Partialdruck des ätherischen Öles. Ist der Dampfdruck höher als der Außendruck, der normalerweise bei 1013 Millibar liegt, beginnt eine Flüssigkeit zu sieden. Bei in sich unlöslichen Gemischen erhöht sich dadurch also der Dampfdruck P, der sich aus dem Partialdrücken des Wassers und des ätherischen Öls zusammensetzt. Dies führt zu einer Erniedrigung der Siedetemperatur. Die Siedetemperatur ist also immer unter 100 Grad Celsius und garantiert dadurch eine schonende Isolierung. Gerade bei hitzeempfindlichen Naturstoffen ist das wichtig. Beim Sieden des Wassers trägt der Wasserdampf die Naturstoffe mit sich. Deswegen wird dabei auch von einer Trägerdestillation gesprochen. Beim Abkühlen trennt sich die wässrige Phase von den unlöslichen Naturstoffen und das ätherische Öl kann so gewonnen werden. Der prinzipielle Aufbau. Zur Wasserdampfdestillation werden prinzipiell drei Module benötigt. Zum einen wird ein Wasserkessel benötigt, der Wasserdampf erzeugt. Der Wasserdampf wird dann durch das Pflanzenmaterial geleitet, aus dem das ätherische Öl extrahiert werden soll. Mit dem Wasserdampf wird das ätherische Öl mitgetragen. Im dritten Modul, dem Kühler, wird das Gemisch abgekühlt und im Destillat finden sich die zwei Phasen, das ätherische Öl und das Wasser. Das ätherische Öl hat eine geringere Dichte als Wasser und kann so mit einem Scheidetrichter von der wässrigen Phase abgetrennt werden. Neben dem ätherischen Öl wird auch das sogenannte Hydrolat gewonnen. Bei der Destillation wird das ätherische Öl im Wasserdampf mitgenommen und beim Abkühlen trennt es sich von der wässrigen Phase ab. Die wässrige Phase ist jedoch imstande, kleinen Mengen an polaren Inhaltsstoffen, also zum Beispiel funktionalisierte Monoterpenoide, zu lösen. Diese aromatisieren das Wasser. Dieses Wasser wird vor allem bei teuren Ausgangsmaterialien, wie zum Beispiel Rosenblättern, nicht verworfen, sondern als Rosenhydrolat für zum Beispiel Gesichtswässer verkauft.